Hallo, Anfang des Jahres haben wir das Villeneuve-Buch publiziert. Und darin werden die Forschungen zu dem Marquis Jean-Claude François de Villeneuve beschrieben. Diese Forschung hat angefangen, weil der Schultheiß Krimmel von Oberreifenberg 1726 verurteilt wurde, weil er den Marquis als Schneiderjungen bezeichnet hat. Und der war aber damals natürlich schon lang tot. Für diese Äußerung wurde er verurteilt, war aber dann relativ schnell wieder freigekommen. Deswegen haben wir angefangen zu forschen. Es hat sich dann bei den Forschungen herausgestellt, dass der Villeneuve wirklich aus einer Schneiderfamilie stammte. Und dieser ist dann offensichtlich auf dem Schloss Cagliard mit seiner Mutter aufgewachsen. Danach hatte er diverse Konflikte mit dem König und auch in der Provence. Kämpfte dann später im Dreißigjährigen Krieg mit dem Marschall Turenne, ganz bekannter Feldherr. Danach war er bei dem Herzog Karl von Lothringen und irgendwann kurz danach hat er dann offensichtlich Philipp Ludwig von Reifenbergs Schwester Anna kennengelernt. Die hat er dann geheiratet. Dann war er knapp 14 Jahre lang Statthalter von Reifenberg. Er hat mit ziemlich harter Hand regiert und war auch zum Beispiel mit Philipp Ludwig von Reifenberg beteiligt an einem Attentat auf die Festung Rüsselsheim. Danach kämpfte er mit Truppen für den Papst und später stellte er für die Republik Venedig Kampftruppen auf der Burg Reifenberg zusammen, mit denen er dann letzten Endes wirklich in den Krieg zog. Er kämpfte in Dalmatien, dann mit einer Flotte im Mittelmeerraum und später war er Kommandant der Festung Candia auf Kreta. Auf der Insel Candia erkrankte er dann schließlich ziemlich schwer, musste seinen Posten verlassen und dann zurück nach Venedig. Von Venedig startete dann seine restliche Reise. Er patrouillierte dann bei den griechischen Inseln, wo er schließlich 1662 auf Zakynthos starb. Man muss sich eins bewusst machen. Villeneuve war nicht ein Irgendwer. Er war ein Reifenberger General, wenn man es genau nimmt. Und er hatte drei Kinder, die aber alle früh gestorben sind. Wenn diese Kinder nicht so früh gestorben wären, dann wäre die Herrschaft Reifenberg nach dem Tode von Philipp Ludwig letzten Endes an ihn gegangen. Unsere Recherchen zu Villeneuve sind noch nicht beendet, deswegen soll dieser Podcast auch einen kleinen Blick über den Tellerrand liefern, was wir aktuell machen. Dieses Video soll auch der Beginn einer Reihe von Podcasts sein, um unsere Arbeit aufzuzeigen und etwas transparenter zu machen. Ich wünsche viel Spaß. Was fandst du denn am interessantesten oder am neuesten, sag ich mal, was da drin war? Neu war eigentlich ziemlich alles, was drin war, weil Villeneuve war für mich eigentlich nur vorher eine Randerscheinung. Man hat gewusst, es ist halt eben der Schwager von Philipp Ludwig, aber die Person an für sich hat mich nicht so weiter interessiert. Yeah. Insofern ist also das Buch für mich praktisch komplett neu, bis auf das, was du schon vorher mal erzählt hast. Ja, genau. Ja. Und interessant für mich war die Vielfältigkeit von dem Mann. Ja. Also was mich erstmal fasziniert hat, ist, dass man nach über 350 Jahren noch so viele Akten findet, die Rückschlüsse ziehen lassen auf die Zeit damals und die Zusammenhänge. Was schön ist auch, das ist geschrieben wie ein Roman, liest sich das im Prinzip. Okay. Also es ist ja im Prinzip eine Geschichte, aber es ist auch so, es wird schön erzählt halt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Buch nicht die letzte Veröffentlichung über Villeneuve war. Die Region ist relativ groß, die wir da abdecken müssen. Also wir haben im Prinzip nicht nur Fréjus, sondern wir haben auch noch das Château Cagliard, wo er gelebt hat, aber auch nebendran, also quasi direkt ein paar Kilometer weg, sag ich mal, gab es ja dieses Tourette, nicht zu wechseln mit dem Tourette-Syndrom. Und in diesem Tourette hat er ja offensichtlich auch gelebt. Also er nannte sich ja auch immer zu Tourette. Eigentlich immer unterschrieben mit Marquis de Villeneuve Tourette. So, wie ich das jetzt so durchgelesen habe, es gibt noch einige Dinge über ihn zu erzählen. Das ist natürlich sehr schwierig, da noch was rauszufinden. Ja. Das ist, also in diesen Regionen zu forschen, ist schon nicht einfach. Nee, ist klar. Es ist schwierig, einen Ansprechpartner zu finden. Ja, ja. Ich habe ja jetzt Kontakt zu einem Genealogen des Hauses Villeneuve gehabt. Der heißt, es ist auch ein Villeneuve, es ist der Romain de Villeneuve, heißt der. Also man muss sagen, die Genealogie des Stammbaums der Villeneuves ist quasi um 1900 von einem Jules de Lassigny quasi aufgearbeitet worden, aus drei unterschiedlichen Genealogien, die aus dem 18. Jahrhundert stammen. Und dieser Romé hat quasi in den 80er Jahren, hat die restlichen Generationen, die quasi da noch fehlen, hat er quasi da noch hinten dran
geforscht und drangehängt. Der hat quasi eine Erweiterung gemacht von dem Ding. Das ist natürlich genau der richtige Mann gewesen, den habe ich jetzt auch angeschrieben. Ja, ja, und ja. Er hat sich gestern gemeldet. Ach auch ja. Mail auch nochmal. Ja. Ja. Es gibt zwei Punkte, an denen ich momentan noch forsche. Das ist einmal ein Bild von ihm, weil es haben ja Bilder existiert. Ja, ja. Und eine der Genealogien, die diese Lassigny benutzt hat 1900, das war die sogenannte Chronique de Vence. Also es gab einen Zweig der Villeneuves, die in Vence lebten. Und da bin ich jetzt, sag ich mal, hinterher, diese Chronik zu finden, weil in dieser Chronik müssen noch weitere Informationen, umfangreiche Informationen über den drinstecken. Bist du denn sicher, dass, es setzt ja praktisch voraus, wenn er unehelich gewesen ist, ja, dass das irgendwie öffentlich gemacht worden ist, dass es überhaupt bekannt geworden ist oder ob man das einfach unter den Tisch hat fallen lassen? Vermutlich ist das schon bekannt gewesen. Es liegt nahe, da er A, eine gute Bildung hatte, muss er also mindestens finanziell unterstützt worden sein. Und was halt auch noch dazu kommt, ist ja, dass er in seinem Ehevertrag geschrieben hat, dass seine Mutter einen Teil des Schlosses mit Möblierung vom Schloss Cagliard besessen hat. Und das Ding gehörte, also dem seinem mutmaßlichen Vater, der Gaspard de Villeneuve, und kam von dessen Ehefrau. Das war die Marguerite de Grasse. Ah, ja. Dieses Schloss Cagliard ist also seit Jahrhunderten im Besitz der Familie de Grasse gewesen. Ah, ja. Und wahrscheinlich über die, aber auch andere Wege, muss also die Mutter von ihm, das muss diese, muss quasi eine Morand gewesen sein. Ja? Also er hieß ja François Morand eigentlich. Und diese Morands sind ja eine Schneiderfamilie in Fréjus gewesen. Und die muss wohl, vermute ich, fast auch in dem Schloss gelebt haben. Es ist zu vermuten, weil wenn sie daraus Einkünfte hat, hat die vermutlich auch da gelebt. Also, und daher ist es auch relativ wahrscheinlich, oder könnte es natürlich auch sein, dass logischerweise er auch da eventuell sogar schon aufgewachsen ist. Also diese Familie de Grasse kam zwar erst später zu dem Gaspard dazu, aber es ist auch so, dass die Villeneuves schon deutlich früher mit diesem Schloss Cagliard zu tun hatten. Also diese Heirat von dem Gaspard und der Marguerite kam da nicht von ungefähr, sondern die Familie hatte da vorher schon, sag ich mal, irgendwo irgendwelche Schnittstellen. Also ich habe schon 1590 rum, gab es schon einen Villeneuve, der damals der Seigneur dieses Schlosses gewesen ist. Ah ja. Die Aktenlage ist ja relativ dünn eigentlich. Du hast im Prinzip nur zwei dicke Aktenpakete, sag ich mal, in Wiesbaden, die die Informationen, sag ich mal, grundsätzlich über ihn direkt hergeben, die beide wohl quasi persönliche Unterlagen vom Philipp Ludwig gewesen sind. Ja, der hat da quasi Sachen von ihm gesammelt. Und das ist, sind da Pakete, Aktenpakete. Das ist relativ überschaubar. Über die eigentlichen Vorgänge, die dann, sag ich mal, geopolitisch da unten abgelaufen sind, wo er ja auch beteiligt dran war. Da sind viele Quellen dabei, quasi aus dem Internet, über Google Books zum Beispiel, ja, wo halt Veröffentlichungen von Merian, die haben damals jedes Jahr irgendein Band rausgebracht, wo sie über den Krieg in Pandia berichtet haben. Ja, oder sowas, ja. Aber das hättest du ja vor 100 Jahren richtig gar nicht erforschen können. Das hätte können. Man gar nicht können, weil sowas findest du heute digital. Ja, ich wollte gerade sagen. Da gibst du deinen Suchbegriff ein und kriegst alle Infos dazu. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ja, aber schon einfacher als man muss dann die Forscher mal, damals. Muss man, das Problem ist halt, dass du die Schreibweise Villeneuve, also er hat sich ja im Krieg Villanova geschrieben. Und Villanova kannst du auf so viele unterschiedliche Art und Weisen schreiben, auch wie dies geschrieben, mal mit Leerzeichen dazwischen, mal mit einem Minus, mal wurde es Nuova geschrieben. Also das ist reine Glückssache eigentlich teilweise. Ja. Und aber man findet halt eben schon noch so einiges. Und dann sind natürlich auch viele, viele Glücksfunde dabei gewesen. Ich habe jetzt von diesem Villeneuve, also diesem Romain de Villeneuve, habe ich jetzt Informationen bekommen, wo eventuell diese Chronik zu finden sein könnte. Und dem werde ich jetzt halt nachgehen. Ja, da muss ich halt jetzt mal gucken, was bei rauskommt. Ja, ja. Wir haben ja auch noch in Fréjus, haben wir ja auch noch Ansatzpunkte. Da muss man halt einfach mal den richtigen finden und zu greifen kriegen. Das ist halt auch so das Problem. Na gut, es kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel in Venedig, dass da noch was von ihm ist. Oder? Das sind Unterlagen, aber die geben halt mehr über seine Militär- und finanziellen Zusammenhänge, würden die hergeben, aber nicht über sein Privatleben.
ich sag mal, das, was er quasi militärisch für die Venezianer gemacht hat, ist ja halbwegs gut eigentlich bekannt. Also, da könnte man natürlich noch nach Details forschen, aber ich sag mal, interessanter ist auf jeden Fall seine Herkunft, logischerweise. Das Interessante wäre halt eben die Forschung quasi noch von ihm vor 1640 nochmal anzugehen. Und da geht es halt einfach darum, wo kam der Mann denn her? Weil wir wissen, das hat er irgendwann mal an den Erzbischof geschrieben, dass er als Jugendlicher für den Marschall Turenne, der hieß eigentlich Henri de la Tour und war aus Turenne quasi einer der größten Feldherren der Franzosen. Und der Villeneuve hat in seinen Briefen geschrieben, dass er unter dem gedient hat. Und der Turenne hat natürlich für die französische Krone gekämpft, für den König Ludwig XIV. Und auch XIII. Und diese Zeit, wo der bei dem war, wann die geendet hat, das weiß man nicht so genau. Er hat aber geschrieben, dass er danach bei dem Herzog von Lothringen gewesen ist. Karl IV. Von Lothringen war das. Und dieser Lothringer wiederum war ein Gegner des Königs. Das heißt, die haben wahrscheinlich auf unterschiedlichen Seiten gekämpft. Und dass der Villeneuve gegen den König gekämpft hat, schreibt er ja an einer Stelle sehr, sehr deutlich. Und zwar hat er quasi für die Provence gekämpft gegen den König. In einem Brief an Philipp Ludwig listete er ja Dinge auf, die aus seiner Sicht zu seinen Problemen sozusagen in Frankreich geführt haben könnten. Und diese Kämpfe gingen dann irgendwann über in die Kämpfe gegen Deutschland. Weil die Franzosen sind dann irgendwann, wollten die über den Rhein übersetzen. Und das haben sie dann auch irgendwann gepackt, weiß nicht mehr genau, wann das war. Und dann sind die 1638, glaube ich, Anfang des Jahres, haben die Breisach besetzt. Und dieses Breisach gehörte den kaiserlichen Truppen. Und auf deren Seite wiederum hat der Lothringer gekämpft. Der war auch in Breisach. Und als dann dieser Marschall Turenne quasi Breisach besetzt hat und auch eingenommen hat, das war dann Oktober 1638, dann hat es nur noch ein paar Monate gedauert und dann hat dieser Herzog Karl von Lothringen hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich mach Schluss. Und ist einfach als Truppenführer komplett zurückgetreten. Und spätestens ab dem Zeitpunkt muss Villeneuve was anderes gemacht haben. Weil er ja gesagt hat, er hat unter dem gedient. Mhm. Ein knappes Jahr später war er in Frankfurt. Aber die Frage ist halt, wann ist er quasi auf die Seite von dem Lothringer gewechselt? Übrigens, wer auch in Breisach gekämpft hat, damals genau die Zeit, gleiche Zeit, war der Grimmelshausen. Der den Simplicissimus geschrieben hat. Der Simplicissimus ist quasi ein Kriegsbericht aus der Sicht dieses Grimmelhausen in der Zeit der Belagerung von Breisach. Ich habe auch schon da durchgeguckt. Da ist nichts drin. Ist aber nichts drin. Das wäre auch nochmal so ein Punkt, gell? Der Degenfeld, ja. Ja, was hältst du denn von Degenfeld? Sachen, die, wir sind ja bei den Punkten, wo es umgeht, auch. Für mich ist das ein Überlebenskünstler, gell? Also der hat sich ja schon in ziemliche Gefahr begeben, gell? Ja, ja. Und ich sage, ein Glücksfall, dass der gern geschrieben hat, gell? Ja, und dass ihm das wichtig war. Ja, ja. Ja, das war ja nicht die Regel, gell? Nein. Und für uns natürlich dann jetzt in Bezug auf Villeneuve, du kannst ja quasi seine letzten 2 Jahre live miterleben, sozusagen. Ja, ja. Ja, ja, angefangen von den Erdbeben, wo die waren, und diesen Festungen, die sie gefunden haben, wo die Leute halb verhungert waren und haben sich da von der Klippe geschützt. Bis über den Türken, den sie dabei haben. Den Pirat, ja. Also es ist ja ein absoluter Wahnsinn auch, ja. Weil du weißt, dass die haben nebeneinander gesessen wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, ja, die waren schon gut bekannt, ja, ja. Also das geht raus vor, ja. Was mitunter sehr schwierig ist, gerade auch für einen Laie, der das Buch liest, sind stelleweise diese Übersetzungstexte, die direkt übersetzt sind. Ich meine, am Anfang ist es schön erklärt mit dem und zum Beispiel, dass es mal mit U und mit V geschrieben wird, ja, und sowas. Ja, das ist ja klar, wir wissen das, ja. Aber für einen Laie oder selbst auch manchmal auch für mich, ist es noch manchmal mit den direkten Übersetzungen schwer zu verstehen. Das ist richtig. Also ist oder anders ausgedrückt, es ist anstrengender. Das ist ein bisschen anstrengender zu lesen. Nichtsdestotrotz macht es auch den Charme aus von dem Buch. Man muss halt 2 Sachen unterscheiden. Es ist ein Riesenunterschied, ob da ein Philipp Ludwig von Reifenberg geschrieben hat oder ob da ein Johann Reichert, der nach Bergamo gezwungen wurde, was schreibt, der kaum schreiben konnte.
Weil die haben ja auch eine ganz andere Ausdrucksweise gehabt und so. Ja. Und das ist halt, die Texte sind A, natürlich dann schwierig zu lesen, weil sie, sag ich mal, inhaltlich schwieriger zu lesen sind, aber halt natürlich auch teilweise durch die Rechtschreibung. Mhm. Ja. Im Endeffekt hat man eigentlich nur die Möglichkeit, dass man den Inhalt einfach nur sinngemäß wiedergibt. Du verlierst aber dann sozusagen die Art und Weise komplett, wie halt ein normaler Bürger, ein kleiner Mann sozusagen, damals geschrieben hat. Mhm. Ja. Es kommt natürlich viel dazu, es sind manchmal einfache Begriffe, die man einfach nicht kennt heute. Ja. Also und das ist natürlich schwierig, aber ich sag mal, wenn du es halt aus wissenschaftlicher Sicht halt einfach so transkribieren willst, wie es damals geschrieben wurde, die Alternative ist, weglassen, selber hinschreiben, verliert dann halt natürlich dann jeglichen Charakter. Ja gut, das hast du ja auch teilweise gemacht, hast das nochmal mit deinen eigenen Worten erklärt. Ja. Vorher, ich habe versucht, also das Wichtigste aus dem Brief vorher zusammenzufassen. Genau. In unserer Sprache, und das ist gut. Und dadurch, dass du den alten Text mit drin hast, ist es ja auch schon wie so eine Forschungsarbeit. Ja, klar, das ist ja Sinn der Sache. Genau. Ja. Was mich ja nochmal faszinieren würde, ob es diesen Roman von Villeneuve, ob der noch existiert oder ob da gleich noch ein Manuskript da ist oder irgendwie sowas. Ja, da bin ich auch noch eigentlich hin und her, aber die Frage ist halt, wo könnte man hier noch irgendwelche Ansatzpunkte finden? Er muss ja Manuskripte verschickt haben an verschiedene Verleger. Ja. Ob die wieder zurückgegangen sind oder ob die da irgendwo in so einem, das lässt sich schwer sagen. Zu sagen. Also ich habe diese eine Druckerei in Antwerpen, die habe ich ja mal kontaktiert. Mhm. Die hatte er ja auch angeschrieben. Mhm. Und die haben aber keine Unterlagen über den gehabt. Also das scheint bei denen nicht eingegangen zu sein. Der hatte wohl einen Brief geschrieben an die, aber der war falsch adressiert, habe ich nachher gesehen. Ach so. Kann sein, dass er trotzdem angekommen ist. Mhm. Aber der hat also die falsche Adresse genannt von jemandem, das war jemand, der war schon tot. In Brüssel haben sie eine Druckerei kontaktiert und versucht. In Köln gab es die Druckerei Esser, die sie versucht haben zu kontaktieren. Also auch da könnte man im Prinzip noch versuchen, was rauszukriegen. Obwohl man nicht weiß, ob das jetzt zum Teil autobiografisch ist. Das wäre noch interessant. Hat er ja selber geschrieben. Diese Abenteuer, die er da erzählt, geben zum Teil auch autobiografisches wieder. Das hat er selber geschrieben. Also meine starke Vermutung ist, dass der Roman irgendwo auch den Weg in das Staatsarchiv gefunden hat. Also die Unterlagen der Reifenberger gingen ja irgendwann erstmal nach Idstein. Das königliche Archiv war ja in Idstein gewesen. Und da waren viele bassenheimische Unterlagen auch dabei. Das kann ja müsste ja eigentlich von den Bassenheimern quasi dorthin gekommen sein. Quasi die haben ja das Reifenberger Archiv wahrscheinlich geerbt. Und da waren viele Sachen kaputt. Und mussten, also vermodert und verschimmelt, und die mussten teilweise Sachen vernichten. Es könnte theoretisch aber auch sein, dass das Ding einfach noch irgendwo existiert und es einfach nicht richtig erfasst ist. Auch möglich. Das ist auch eine Möglichkeit. Es kann natürlich auch sein, dass er es irgendwo hingeschickt hat und ist auch angekommen irgendwie beim Verleger, und der hat sich angeguckt und hat ein Papierkorb gemacht. Das haben vielleicht viele gemacht, sonst wäre es ja gedruckt worden. Ich vermute mal, das wurde ja auch hier in der Burg Reifenberg gelagert irgendwo. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es im 30-jährigen Krieg schlicht und einfach vernichtet wurde. Es gab ja danach noch mehrere Besetzungen der Burg Reifenberg. Ja, es gab Plünderungen. Es ist gut möglich auch, dass es damals vielleicht sogar noch existiert hat, aber irgendwann einfach vernichtet wurde. Bei den Briefen, da sieht man ja dann auch unten das Kürzel von das M, was du gespiegelt hast, zu dem W. Nee, umgekehrt. Ja, das W gespielt zum M, ja. Ja, genau. Und das ist ja auch noch offen, was das jetzt für eine Bedeutung hat. Es ist nicht sicher, was da los war, Es kann so ein Signet gewesen sein, aber wie gesagt, ich finde es halt auffallend, weil warum sollte Villeneuve mit W unterschreiben? Ja, nicht W, aber das sieht ja aus wie zwei Vs nebeneinander. Ja, also, jein. Manchmal ja. Manchmal hat er aber auch noch eben diese Punkte da dazwischen gemacht. Ja? Das war ja quasi fast wie so ein Logo. Wie ein Logo hat es ausgesehen. Da ist eben meine Vermutung, dass diese Punkte, die quasi in der Mitte angeordnet wurden, quasi wie so eine gedachte Spiegellinie sein könnten, weil wenn man es an der Stelle spiegelt, hast du aus dem W im M gemacht. Und M steht dann, könnte dann wieder für Moran stehen. Ja?
dass das quasi... Oder Marquis. Ja, weil er hieß ja eigentlich François Morand. Mhm. Ja, er ist ja als François Morand zumindest geboren worden, auf jeden Fall. Marquis nicht. Dann hätte er M geschrieben, glaube ich. Er hat ja versucht, eher seinen Titel rauszustellen. Er war ja sehr, sehr bedacht auf seine ganzen Titel. Also daher. Man muss halt auch dazu sagen, das war halt alles nur in der Anfangszeit, als der den Philipp Ludwig und die Anna kennengelernt hat. Ja, später hat er das ja nicht mehr gemacht. Das ist so geschätzt, so die ersten 2-3 Jahre, glaube ich, hat er das noch gemacht, wo er mit diesem Reh unterschrieben hat. Also bevor er hierher kam. Ob er es davor gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, die ersten Briefe sind ja von März 1640, wo er in Frankfurt noch gewohnt hat. Und da hat er auch schon mit diesem Logo da sozusagen unterschrieben. Ja? Mhm. Ob er davor unterschrieben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Man sieht nur aus den Briefen, die es über die Zeit halt gibt, dass das sich dann irgendwann so, denke ich mal, 43, 44 verliert sich das dann. Und er schreibt ja einfach nur noch als Marquis de Villeneuve. Also es ist so faszinierend, dass ich mich auf die Reise nach dem Villeneuve gemacht oder machen werde. Ja, genau. Ich werde also nach Zakynthos fahren, fliegen und werde mir die Kirche ansehen, wo er bestattet worden ist und versuchen, ob ich noch etwas über Villeneuve herausfinden kann, ob mir das gelingt. Ich kenne Griechenland, ich weiß, wie dort gearbeitet wird, wie schwierig das ist. Ich werde versuchen, da jemanden zu finden, der sich auskennt, vielleicht ein Art Museumsdirektor oder irgendwie sowas, und da versuchen, etwas rauszufinden. Das fasziniert mich, also das ist schon hochinteressant. Ich hoffe, dass euch unser Podcast ein wenig gefallen hat. Falls ja, dürft ihr uns gerne einen Kommentar oder ein Like hinterlassen. Ansonsten, wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen, donnerstags zu uns ins Pfarr- und Ortsarchiv nach Oberreifenberg zu kommen, im Pfarrhaus. Wir sind ab 19:30 Uhr eigentlich immer besetzt. Gehabt euch wohl!